Mach das nie wieder! Ich davon ab! Okay, was, was hat sie Wenn gesagt? Wenn du nicht aufpasst, leck ich nachts deine Wange ab! Bitte nicht! Ja. Das zeigt schon leichte Anzüge von Kannibalismus irgendwie. Ja, sie hat gerade einfach meinen Kopf so geheilt und hat mich geküsst so auf die Wange. Das war wirklich widerlich. Oh. Meine Güte. Oh, das tut mir leid. Okay, kennst du dich hier aus? Grob, würde ich sagen. Okay, immerhin. Habt ihr denn schon was Neues von Liam gehört, oder? Ja. Also, ja, tatsächlich. Ihm geht's soweit gut. Das also, ist schön. Körperlich und gesprochen haben wir auch schon. Okay. Aber ja. Bist du gut nach Hause gekommen vorgestern? Tatsächlich ja. Das ich war noch ganz kurz bei Mimis. Mhm. Hatte mir noch kurz was zu essen geholt, aber da war irgendwie eine Feier oder so im Gang, aber da war ich irgendwie echt zu müde für. Oh ja, Taylor war, glaube ich, bei Mimis. Auf ja, der das Feier. War tatsächlich irgendwie, auf irgendeinem Grund wussten Leute da, dass ich wusste, dass Stefan Taylor abgeholt hat. Okay. Das hat mich etwas verwundert, aber weil ich gefragt wurde, ob Stefan gut Taylor nach Hause gebracht hätte und ja. Okay, habe ich einfach mal ja gesagt. Gut. Das fand ich tatsächlich auch etwas verwirrend. Hä? Oh mein Gott, was ist das denn? Ja. Also das, Oh, da muss ich einmal kurz dann. Ah ja. Hallo! Wer ist denn da? Lori. Oh ja. Kannst du bitte einfach aufhören anzurufen? Okay, was habe ich jetzt gemacht? Nichts, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wer du bist und du rufst mich immer an und erzählst mich wie ein Geist. Ja, aber du... Also erstens... Hm. Hast du gesagt, ich bin ein Geist? Da kann ich mich jetzt... Ach doch, ja. Und zweitens... Haben wir ein Tinder-Match. Und drittens... Bin ich keine Stalkerin. Ja gut, der dritte Punkt ist jetzt etwas paradox, wenn man bedenkt, dass du mehrmals anrufst, aber okay. Ja, dann weiß ich jetzt auch, wo das mit dem Geist herkommt. Das war nämlich deine Behauptung, ich meine. Okay. Ja, dann Aber es tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Nein, alles gut. Dann reden wir einfach später nochmal, okay? Okay, tut mir leid. Tschüss. Ja, kein Problem, tschüss. Okay. Okay. Ja, mich ruft seit Tagen irgendjemand an und sagt mir einfach am Telefon, ich wäre ein Geist. Was? Ja. Warum? Aber offensichtlich habe ich irgendwann mal, da muss ich wohl sehr müde gewesen sein, zu irgendeiner Person am Park gesagt, sie wäre ein Geist und da beruht das wohl her. Aber finde ich es trotzdem kein Grund, mich jetzt mehrmals anzurufen. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Ach Mann, oh mein Gott. Egal. You're ugly like rain.
deine Lieblingsfarbe? Also tatsächlich finde ich viele Farben schön, gerade tatsächlich auch eher so diese knalligen Töne. Also Violett, Türkis, Gelb und so, aber meine absolute Lieblingsfarbe ist tatsächlich Orange. Okay. Und deine? Oh, Rosa. Okay. Ja, aber tatsächlich finde ich Rosa auch sehr schön. Ich glaube. Hast du schon mal Riesenrad gefahren? Mit diesem leider noch nicht, aber grundsätzlich bin ich schon häufiger mal Riesenrad. Bist du lebensmüde? Wieso? Was machst du denn, wenn so eine, wie nennt man das, Gondel? Ja. Wenn die mal irgendwie lose ist oder so, und du bist da oben und dann bleibst du da stecken und du kommst dann nie wieder runter, weil die das Ding einfach nicht mehr in Gang kriegen? Ich muss gestehen, dass ich da schon sehr großes Vertrauen in diese, wie nennt man das, Fahrgastgeschäftbetriebe habe. Das ist verrückt. Aber auf der anderen Seite ist der gleiche Gedankengang ja bei vielen Aktivitäten, die man so anstrebt, anzuwenden und ja. Ich weiß nicht, kennst du den deutschen Dichter Erich Kästner, glaube ich, war es? Nein. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr wortwörtlich, wie der Sprachlaut war, das ist auf jeden Fall ein deutscher Dichter gewesen. Wortwörtlich weiß ich jetzt nicht mehr, wie er es genannt hat, aber sinngemäß hat er irgendwann mal gesagt, dass egal wie man etwas wenden würde, das Leben wäre immer lebensgefährlich. Und tatsächlich ist da, glaube ich, viel Wahres dran. Ich denke, das stimmt. Ja? Weil so hundertprozentige Sicherheit wird man nie irgendwo haben können. Trotzdem solltest du damit nicht fahren. Okay, dann werde ich mit dem Riesenrad nicht fahren. Also du musst ja nicht alles herausfordern, ja, oder? Gut, das ist tatsächlich richtig. Okay, keine also, man muss das Risiko nicht unnötig erhöhen, das stimmt. Genau, das ist Quatsch. Fahrradfahren gehört auch dazu. Autofahren, Schwimmen, Tauchen. Am besten gar keinen Spaß mehr haben und nur noch zu Hause sitzen. Naja, das wäre tatsächlich leider die Konsequenz da draus. Und dann, ich habe das tatsächlich schon mal vor ein paar Jahren auch durchgesponnen. Selbst wenn man sich in einer Art hermetisch und steril abgeriegelten Bunker aufhalten würde und jegliche Nahrung, Lebensmittel etc., die man benötigt, wirklich genauestens geprüft da hineingebracht werden. Könnte ja zum Beispiel auch dieser Bunker einen Baufehler haben und einfach über einem einstürzen. Von daher, und wie du gerade schon sagtest, würde man auf jeglichen Spaß im Leben verzichten. Ne? Das stimmt wohl leider, ja. Deswegen, also ein gesundes Maß an Vorsicht ist immer, finde ich, durchaus vernünftig. Sommer oder Winter? Also wenn ich mich auf beides festlegen muss, Winter. Ansonsten, wenn man das ein bisschen variieren kann, so der Übergang Herbst-Winter. Okay, also Winter. Okay, Winter. Warum der Winter? Schwer zu erklären. Ich meine, es ist halt nur ein Eindruck, den man hat, der völlig unabhängig vom Wetter, Natur etc. sein wird. Aber ich persönlich empfinde es im Winter, dass alles ein bisschen entspannter und ruhiger und gelassener ist. Und, weißt du, was im Winter schön ist? Es sieht alles irgendwie ein wenig sauberer aus. Auch das so. Ja.
daraus schließe ich, dass du auch eher Winter. Nein, überhaupt nicht. Ich mag die Sommer lieber. Okay. Schade, für den Trampolin. Ich finde einfach Wärme viel angenehmer. Ja, gut, das ist tatsächlich ein großer Pluspunkt von Frühling und Sommer, ja. Hast du schon mal in diesem Pearls Essen hier? Nein, du? Jein, sag ich mal. Also irgendwann. Jein? Ja, als einer. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Aus einer relativ spontanen Laune heraus sind wir irgendwann mit mehreren Personen. Ja, wir waren irgendwie zufällig, glaube ich, tatsächlich hier. Und haben uns dann einfach an einen dieser freien Tische gesetzt. Weil wir noch gar nicht wussten, dass diese Tische zu dem Restaurantbetrieb gehören. Und ja, dann wurden wir irgendwann auch bedient und sind aber, glaube ich, so zwischen Vorspeise und Hauptgang einfach gegangen. Weil uns die Wartezeiten zu lange waren. Und also wir haben natürlich komplett gezahlt, aber irgendwie war das etwas verwirrt alles. Ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, weil das tatsächlich schon ein paar Monate her ist. Bist du ein geduldiger Mensch? Es kommt auf die Situation an. Also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal ja. Wenn ich aber, wie soll ich sagen, merke, dass man bewusst versucht, meine Geduld zu strapazieren, dann kann ich auch ungeduldig werden. Aber erstmal bin ich ja durchaus geduldig. Ja gut, wenn jemand aber das versucht bewusst zu provozieren, dann, also ich denke, jeder wird dann irgendwann mal unangenehm. Ich denke auch, dass das eigentlich, ja, normal ist immer ein blödes Wort, aber in dem Fall angemessen, denke ich, normal ist. Okay, ich glaube, bei dir müssen wir das anders machen. Was hast du noch nicht erlebt? Gibt es da überhaupt was? Also es gibt sicherlich vieles, aber es fällt mir immer schwer ad hoc sozusagen. Das und das. Also was ich noch nie gemacht habe, was ich aber auch nicht machen möchte, sind so Sachen wie Bungee springen. Weil da ist tatsächlich das Gleiche, was du gerade mit dem Riesenrad hattest bei mir, dass ich da absolut ja nicht nachvollziehen kann, wie man sich in dem bloßen Vertrauen, dass dieses Seil einen schon irgendwie halten wird, in so einen Abhang stürzt. Ja, ansonsten wird es sicherlich sehr, sehr viele Dinge geben, die ich noch nicht gemacht habe, die mir aber tatsächlich so noch nicht einfallen. Fallschirmspringen? Ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Du hast dir von jemand, hast du den selber zusammengelegt? Oder hast du dir den, also diesen Schirm zusammenlegen lassen? Teils. Also ich bin 2-3 Mal zum Sport, sag ich mal, gesprungen. Da habe ich mir den, ja, also da kriegt man ja mehr oder weniger fertig gelegte. Aber man kontrolliert den ja trotzdem nochmal. Und ja, in einem früheren Berufsleben musste ich sehr häufig Fallschirm springen. Da habe ich mir den immer selber zusammengelegt. Okay. Wobei ich die Frage nachvollziehen kann, wenn ich darüber nachdenke, habe ich mich tatsächlich immer sicherer gefühlt, wenn ich ihn selber gelegt habe. Ja, wenn man davon Ahnung hat, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ja. Also. Es tut mir schrecklich leid, ich müsste da einmal ganz kurz dran gehen. Das ist okay. Ja. Missy Schmidt? Ja. Sie sind selber eine Zicke. Ja, hören Sie mal, Frau Lamott. Ja, Frau Lamott, was geht denn ab? Was ist denn jetzt mit meinem scheiß Blutsbums da? Ach so, Ich habe mich jetzt extra informiert, aber das Problem ist, dass sie selber nicht so ganz wissen, welche Nachweiszeit, sag ich mal. Mittlerweile sind wir uns ja, glaube ich, alle relativ einig, dass es wohl Kokain gewesen sein muss, im Blut hat. Also die eine Ärztin sagt, es kann nach 24 Stunden. Entschuldigung. Alles gut. Was war das Peinlichste, was dir passiert ist? Das ist auch immer eine schwierige Frage.
Also das ist tatsächlich schon sehr lange her und ich würde dich auch bitten, nicht allzu sehr zu lachen. Oh, ich gebe mein Bestes. Aber wenn du das so sagst, dann muss ich... In meiner Schulzeit, damals noch in Hamburg, war ich, wie soll man das sagen, experimentierfreudiger, was die körperliche Nähe zu anderen Personen anging und habe damals mit, ich glaube, klassischerweise würde man das als Freundin bezeichnen, auf einer Feierlichkeit, glaube ich, ich glaube, man würde es als Rumknutschen bezeichnen, getan und habe dabei jemanden mit der Hand begrüßt, sozusagen. Das war mir im Nachhinein dann doch sehr... Also das ist tatsächlich nach wie vor eins meiner peinlichsten Erlebnisse gewesen. Das hast du nicht getan. Doch, das war... Also ich muss zu meiner Verteidigung anführen, dass ich war tatsächlich... Das ist unhöflich. Ja, das ist wirklich in jeglicher Form unhöflich und absolut unangemessen. Also ich war aber, glaube ich, auch wirklich 15 oder 16. Oh Gott. Ja, gut. Es ist wirklich ein wenig unangenehm. Ja. Aber, also es ist mehr unhöflich als peinlich, muss ich sagen. Ja, tatsächlich, wenn man es so betrachtet. Also ich weiß auch nicht warum. Es ist irgendwie ständig, dass ich irgendwelche Dinge habe, sobald Wasser in der Nähe ist, die mich eventuell retten könnten. Auf jeden Fall haben wir gut getrunken und der Schwimmreifen hing die ganze Zeit um meine Hüfte. Und als wir hier hochkamen, vom Kutter wieder runter, stand da ein Bulli. Und wir wollten alle zurückfahren. Jetzt sind auch alle super ins Auto reingekommen, nur ich nicht, weil der Reifen um meine Hüfte hing und nicht lose ging. Aber oh nein. Es war unangenehm, es war wirklich unangenehm. Ja, das glaube ich, oh nein. Ja, aber ich bin rausgekommen, der Reifen liegt im Hotelzimmer und er gehört jetzt mir. Ach, jetzt weiß ich auch die Herkunft dieses, weil der wurde ja tatsächlich am Samstag, war es ja, glaube ich, mehrmals erwähnt und jetzt weiß ich auch, woher er stammt. Ich habe auch aus Versehen mal am Saufsteg super laut rumgeschrien, Sarah, guck auf meine Hüfte, weil ich mich so gefreut habe, dass ich einen super Tanzmove gerade ausführe. Da haben sich auch sehr viele umgedreht und haben mich angeschaut und haben gesagt, ja, das machst du wirklich gut. Okay. War mir auch unangenehm. Ja, klar. Das tut mir leid, ich muss noch mal einmal ganz kurz. Das ist okay. Ja. Könnten Sie mal ins LSFD kommen? Oh, jetzt ist aber wirklich echt schlecht. Was? Bin Sie eine Geiselnahme zu machen? Ups, was? Schon ich bin doch gerade im Cocktails mischen, ich brauchte noch Hefe. Ja, warten Sie mal kurz. Also es ist tatsächlich schlecht gerade. Warum denn? Naja, bezüglich des Drogentests. Ja, sagen wir so in einer halben Stunde bis Stunde. Ja, ich frage mal, ob die Madame noch hier ist. Ja, das ist die bestimmt. Ja, okay, dann rufen Sie bitte einfach noch mal kurz an, wenn Sie soweit sind. Okay. Aber bitte machen Sie mir heute keinen Justizfall mehr, ich habe keine Lust mehr. Alles klar. Bis dann. Was? Sagen also Sie noch bitte mal, bei der lassen Sie sich nicht erwischen bei der Geiselnahme, okay? Also wenn Sie es genau wissen wollen, stehe ich gerade tatsächlich am Pier und... Erschießen jemanden? Nee, ich habe angenehme Gesellschaft, mit der ich mich unterhalte. Ah, es wäre jetzt sehr unhöflich, das zu unterbrechen, wenn Sie verstehen. Das wäre ja natürlich nicht so nett. Nee, tatsächlich. Ich bin enttäuscht, Monsieur Schmidt. Wieso? Ich dachte eher, dass das passen... Ja. Macht mir Spaß. Erwartbar wäre. Ja, erschießen Sie die Madame nicht. Ja, das ist ohne Schusswaffe sowieso nicht möglich. Rein an sich sind alle Tiere irgendwo bewundernswert oder interessant. Das ist wichtig, ja. Außer Spinnen oder so Krabbel. Also das muss ich wirklich nicht haben. Nee, das sind jetzt auch nicht so meine... Was ich auch überhaupt nicht gerne habe, sind Tauben, ehrlicherweise. Ich finde Tauben... Ja.
Also ich habe jetzt nichts gegen Tauben per se und würde jetzt auch nicht wie viele andere da irgendwie irgendwas gegen unternehmen, aber es sind jetzt nicht so die Tiere, wo ich jubelnd ausspringen würde, wenn sie jetzt den Schaden irgendwie zum Beispiel hier anfliegen würden. Ich weiß auch gar nicht, wo das herrührt. Also ich hatte noch nie eine negative Begegnung mit einer Taube, aber irgendwie finde ich Tauben einfach. Ja. Keine Ahnung. Oh, bist du so einer dieser Menschen, die dann so wie wild anfangen, auf den Boden zu nein, stampfen? Das überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Wie gesagt, ich versuche ihnen aus dem Weg zu gehen, aber ich würde sie jetzt nicht irgendwie zum Beispiel verscheuchen oder sowas. Und ich würde auch nicht schreiend weglaufen. Sicher? Also bisher habe ich noch nicht, hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Na gut. Tauben. Also ich würde grundsätzlich zu jedem Tier, also außer natürlich Tieren, wo ich weiß, dass das keine gut ausgehende Erfahrung sein wird, erstmal drauf zugehen und versuchen, ja, mit ihm zu spielen oder so, aber bei Tauben. Ja, ich würde gesagt. Wirklich gerne sehen, wie du versuchst, mit einer Taube zu spielen. Also ich glaube tatsächlich, dass Tauben eines der wenigen Tierarten wäre, die ja in gewisser Weise sich zumindest nähern würde, wenn man sie mit Essen oder sowas lockt, aber nee. Ja, wie soll man mit einer Taube spielen? Ja, das ist tatsächlich auch eher schwierig, das stimmt. Vielleicht laufen wir irgendwann mal zufällig an einer Hochzeit vorbei oder so, die gerade Tauben ziehen lassen. Oh Gott. Wie? Oh Gott. Also, ich würde wirklich gerne mal sehen, wie du versuchst, mit einer Taube zu spielen. Ja. Ich fürchte, ich habe mich da jetzt in etwas hineinmanövriert. Ich hoffe, wir werden einfach die Tauben begegnen. Aber ich hoffe schon. Ich hoffe tatsächlich nicht. Ach doch, und einmal war tatsächlich irgendeine Feier da drauf. Aber oh. Die hat mir nicht so gefallen. Weil ich hatte irgendwie überlesen, dass das vom von den damaligen Besitzern des Unicorns veranstaltet war. Ach. Und ja, dementsprechend war es halt eine Unicorn-Veranstaltung auf dem Boot und deswegen bin ich, glaube ich, nach ein paar Minuten wieder direkt rübergegangen. Ja, aber also so an sich ist es sicherlich gut durchdacht gewesen, da sowas zu veranstalten. Das sicherlich schon, ja. Und die Mehrheit findet sowas bestimmt auch interessant. Bedauerlicherweise schon, ja. Ja, leider ist ja schon von Urzeiten gesellschaftlich manifestiert, dass Männer solche Dinge toll finden sollen und Frauen es toll finden, dass Männer solche Sachen toll finden und ja. Ja, das da kann stimmt. Man sich, ich habe es eine Zeit lang mal versucht, aber da kann man sich leider auch den Mund fusselig argumentieren, aber irgendwie. Ach, das bringt man da gar nicht. Das Keilen auf taube Ohren. Naja. Süßes oder salziges Popcorn? Also in Bezug auf Popcorn auf jeden Fall süß. Aber ansonsten mag ich eher so. Ja, salzige Dinge. Aber nicht auf Popcorn bezogen. Also salziges Popcorn finde ich jetzt nicht so. Oh, guck mal, die sitzen da. Vielleicht sollten wir. Ja, gut, dann. Ja. Das wäre wirklich unhöflich. Ja, das stimmt allerdings. Sieht aus wie eine Kellnerin, als würde ich hier arbeiten. Oh, da müsste ich auch noch mal einmal kurz. Alles gut, mach ruhig. Hallo. Ja, Sie sind das. Ja, wie, ich bin das. Sind Sie gerade am Pearls? Ja, sind Sie da hinten? Ich bin im Pearls. Ach, ja, okay. Ich dachte mir, wir schleichen da so rum. Ja, ich hatte hier gerade mit einer Begleitung relativ lange da am anderen Ende des Piers beim Riesenrad gestanden. Oh, okay, gut. Mhm. Ja, nee, gar nichts Schlimmes. Hier lang, sicher. Ich wusste es. Und ich bin jetzt auch. Ich glaube, wir müssen so schräg links sozusagen. Okay, ja, hätte ich auch so gesagt. Ja.
glaube ich dir. Okay, das ist wirklich nett von dir. Also es hat mich wirklich gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne. Freizeit. Mich hat es auch sehr gefreut, dass ich die Freizeit mit dir nutzen konnte. Okay, dann fahr vorsichtig, komm gut zu Hause an und schlaf gut. Danke. Dann schlaf du auch gut oder ja, schönen Abend noch, je nachdem. Dankeschön. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen sehen oder hören. Oh, bestimmt. Alles klar. Okay, dann komm gut nach Hause. Jo, du auch. When you're here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. Beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you're nuts. I wanna have control. I want a perfect body. A perfect soul. I want you to notice when I'm not around. It's so very special. I wish I was special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. What the hell am I doing here?